ich letztens in meine neue Klasse rein. Nur Mädchen. Hi Leute, was geht ab? Mein Name ist Martin Dehn. Ihr seht mich auf dem Channel von Mr. Peinlich. Und zwar ist das Martin Talks. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und zwar werde ich jetzt drei Sachen nennen, die mich, also mich persönlich, sehr extrem aufregen, ja? Ich hoffe, ihr kennt es auch. Ich denke mal, ein paar Sachen davon werdet ihr kennen. Also nicht wegklicken. Nummer 3. Okay? Das Top 3 Ding, was mich aufregt diese Woche, ist ganz einfach. Ich glaube auch, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so geht. Es geht bestimmt ganz vielen so. Vor allem den Jungs, ja? Ich erzähle eine kleine Geschichte. Und zwar ist es ganz einfach. Ich gehe mit einem Mädchen. Egal, ob du bei ihr bist, ob sie bei dir ist oder ihr unterwegs seid. Ihr seid einfach alleine, ja? Und es soll einfach alles perfekt sein. Ihr geht. Shit. Ich muss pupsen. Da frage ich mich, warum jetzt? Warum immer? Ich muss immer scheiße furzen, wenn ich mit Mädchen bin. Ja, okay, nicht immer. Also ich will jetzt nicht sagen, wenn ihr mich mit Mädchen seht, dass ich eigentlich die ganze Zeit Bauchschmerzen habe. Aber es ist richtig oft der Fall so. Ich weiß nicht, ob es euch Mädchen auch so geht, aber Jungs sicherlich schon. Schreibt es mal in den Kommentaren, ob ihr mit mir mitfühlt oder bin ich der einzige Mensch. Weil immer, wenn du mit einem Mädchen bist, musst du pupsen. Und stell mal vor, das Mädchen sagt noch, schlaf bei mir. Würde ich lieben gern. Echt. Aber ich habe so Bauchschmerzen. Weißt du? Warum? Da fragst du dich echt, warum? Wenn ich mit einem Kollegen zu Hause chill, wenn ich hier mit einem Kollegen chill, nix. Da muss ich nicht furzen. Oder nicht so oft. Da muss ich aber nicht furzen. Aber bei Mädchen schon. Freundin, pupst du dann? Du kannst es ja übertönen. Pupsen. Da kennt ja jeder den Trick. Aber das Schlimmste ist, die stinken. Warum? Warum genau dann? Warum stinken die dann? Wieso? Warum? Du brauchst nur Piep. Stirbst du. Warum? Leute, sag mir mal warum. Schreibt mir das in den Kommentaren. Das ist ein Top-Ding, was mich scheiße wütend macht, ja? Das macht mich richtig wütend. Also sowas ist echt scheiße. Fangen wir auch gleich an mit Nummer 2. Und zwar nenne ich euch jetzt mal ein kleines Beispiel, ja? Ihr seid alleine in einem Bus, in einem Raum, in der Bahn oder sonst wo. Ihr seid einfach alleine und chillt. Ihr sitzt, ja? Dann kommt da jemand hinten. Kommt jemand rein in den Bus. Oder in die Bahn oder sonst wo. Und überall ist Platz frei. Aber er setzt sich genau zu euch. Erstmal schon die Frage, hallo. Das geht nicht, ja? Da ist überall Platz frei, ja? Erstmal diese Sache. Aber dann, wenn ihr noch euer Handy rausholt, ja? Ihr holt euer Handy raus. Willst du mich verarschen? Denkst du, ich sehe das nicht? Denkst du, ich sehe das nicht, wenn du von da oben hier runter guckst? Das ist ja so, als ob du mir auf den Pimmel guckst. Jetzt, wenn ich denke, so, ich sehe das nicht, dann mache ich noch das Handy-Display ein bisschen nach links. Weil, was will er denn von mir? Was willst du? Und dann geht er noch da ein bisschen rüber. Ey, am besten sowas an dir reinhauen. Am besten den Bäh machen, weißt du? Ganz einfach, das geht überhaupt nicht. Das ist ein Top-Aufreger, was mich persönlich sehr stört. Aber was der Clou des Ganzen ist, was noch am meisten aufregt, wenn du dann, weil es ja so eng ist, weil er ja so unbedingt mit dir kuscheln will, wenn du ihn dann nur ein bisschen berührst, einfach so aus Versehen mit dem Fuß oder mit dem Ellbogen gegen oder sonst was, ja? Digga, bist du behindert? Bist du bescheuert? Warum machst du das? Du kuschelst doch mit mir und wenn ich dich dann berühre, aus Versehen, weil es so super, super eng ist, willst du mich anmachen? Digga, nein, echt, nee, ganz ehrlich, geht nicht, ja? Mach den Todesblick, guck ihn einfach an, ja? Einfach weghauen, da passiert sowas nicht. Weil das sind die Leute, die so aufdringlich sind, aber wenn dann dir aus Versehen ein Missgeschick passiert, dann sind sie sauer auf dich, ey. Wow, nein, ey, ganz ehrlich, wow. Wow, das geht gar nicht, ey, scheiße. Nummer 1, eins der Top-Aufreger diese Woche, und das werdet ihr auch sicherlich alle kennen. Guck mal, ich bin jetzt schon geladen, weil mich diese Sachen wirklich aus dem Herzen aufregen. Und jetzt ist der Top-Favorit, was ich jetzt mitbekommen habe, Alter.
ein Mädchen, ja? Ich werde jetzt keine Namen sagen. Anja Gebersen, Esower Weg 33. Person, sind auch Jungs, aber meistens Mädchen. Ich nehme jetzt Mädchen als Beispiel, weil das oft so ist. Und viele Mädchen werden mir vielleicht sogar recht geben. Legt ein Mädchen ein Bild hoch, schreibt über das Bild, oder noch besten auf dem Bild, verkackt. Verkackt. Scheiße gelungen. Oh, wieso lade ich das hoch? Oh. Warum lädst du es dann hoch? Warum lädst du es dann hoch? Wenn es verkackt ist und es keiner sehen soll, warum lädst du es dann hoch? Warum? Ach, ich weiß, liebe Anja. Ich weiß es. Warum? Ganz einfach. Du willst Bestätigung. Ja, du willst Bestätigung. Ach, liebe Anja, Patricia, Patrick, was weiß ich. Ich sehe dir so toll aus. Du siehst so super aus. Ach Quatsch, das ist doch nicht scheiße. Und dann kommt noch das Kommentar darunter. Nein, Mann, das ist voll kacke. Warum lädst du es dann hoch? Jetzt mal ehrlich, warum lädst du es dann hoch? Ich will, dass ihr, meine Community... Ich will, dass ihr, meine Community, die jetzt zuguckt, meine Zuschauer, meine Fans, meine Abonnenten, meine Freunde, immer wenn ihr so ein Foto seht, schreibt darunter, was die Mädchen hören wollen. Und zwar wollen die Mädchen nichts anderes als Selbstbestätigung. Die Mädchen wollen Bestätigung. Bestätigt sie doch einmal. Wenn ein Mädchen zu dir sagt, ja, ich mach Sport und so, sagst du, ja, sieht super aus. Aber bestätigt sie doch einfach. Schreibt unter dem Bild, hast recht. Sieht scheiße aus. Stimme ich dir ganz zu. Ja? Sieht richtig kacke aus. Hast du völlig gut gemacht. Warum lädst du es denn hoch, wenn es so scheiße aussieht? Echt? Echt dein Ernst? Nein. Ganz ehrlich. No go. Und schick mir das dann mal. Schick mir das dann mal, ja? Liebe Fans, Abonnenten, ja? Zuschauer. Schick mir das, okay? Schick mir das auf Facebook. Ich will mal sehen. Wie das ankommt, ja? Ich will mal die Reaktion der Mädchen sehen. Sie wollen doch eine Selbstbestätigung. Warum lädst du es denn hoch? Ja, warum? Ganz ehrlich, da bin ich mal drauf gespannt. Das war jetzt ein Aufreger-Video, also ich bin immer noch sehr geladen. Ich möchte einmal euch einen Freund von mir vorstellen, und zwar hat er ein Hammerbild gemacht für mich. Und zwar werde ich das jetzt einmal einblenden. Dieses Hammerbild hat er ungefähr in 10 Minuten gemacht. Und das ist echt, danke. Danke, Fabian. Er hat auch einen eigenen Kanal, er macht heftige Designs. Wenn ihr was braucht oder so, meldet euch bei ihm oder so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mein Name ist Martin Dehn. Schönen Tag noch. Ciao.